Vor 30 Jahren musste sich die argentinische Militärjunta geschlagen geben und demokratische Wahlen durchführen. 7 Jahre lang hatten die Militärs das Land terrorisiert und 30.000 Menschen getötet. Einer von ihnen war Alberto Chichena, der bei Mercedes-Benz Argentina gearbeitet hat und Gewerkschafter war. In einer Augustnacht des Jahres 1977 wurde er von schwer bewaffneten Schergen verschleppt. Seine Ehefrau Graciela hat ihn jahrelang gesucht, vergeblich. Und irgendwann wollte sie nicht mehr darüber reden. Aber jetzt redet sie wieder von Alberto und ihrem Schicksal. Gracielas Mann ist doch nicht vergessen, 30 Jahre nach Ende der argentinischen Militärdiktatur, von Gabi Weber. Graciela Chichena erwartet mich auf der Plaza von San Justo, einem Arbeitervorort von Buenos Aires. Am Abend wird eine Band auftreten, an der Bühne wird noch gehämmert. Die Bauchladenverkäufer sind schon da mit Hamburgern und Coca-Cola. Graciela will mir die Gedenktafel zeigen, aber es ist wie verhext. In dem Chaos findet sie sie nicht. Hier ist das Denkmal für die Gefallenen im Krieg um die Falklandinseln, erklärt sie. Dort hinten stehen die Büsten unseres früheren Präsidenten Juan Perón und seiner Frau Evita. Gegenüber des Kommissariats ein Mahnmal für die im Dienst umgekommenen Polizisten. Schließlich stolpert sie fast über sie, versteckt unter einem Busch gegenüber der Kirche. Die Gedenktafel, die an die Tausenden während der Militärdiktatur Ermordeten erinnert. Einer von ihnen war Alberto Chichena, ihr Mann und Vater ihrer 3 Kinder. Graciela mag eigentlich nicht mehr darüber sprechen. Es steht doch alles in den Gerichtsakten. Viele Male hat sie es zu Protokoll gegeben und trotzdem wurde niemand angeklagt. Auch nicht die Firma. Mit der Firma meint sie Mercedes-Benz Argentina. Dort hatte ihr Mann gearbeitet, bis zu jener Augustnacht 1977. Alberto hatte den Kindern gute Nacht gesagt, da brachen schwer Bewaffnete die Tür auf und zerrten ihn aus dem Bett. Graciela sah ihn nie wieder. Sie suchte ihn überall, in Polizeirevieren und Kasernen, überall wies man sie ab. Als es passierte, mieden mich die Nachbarn. Sie hatten Angst, selbst Ärger zu bekommen. Ich fühlte mich, als hätte ich Lepra. Am meisten litten meine Kinder. Die anderen spielten nicht mehr mit ihnen. Niemand fragte, wo Alberto sei. Wir waren total allein. Jahrelang stellte sie für ihn einen leeren Teller auf den Abendbrottisch. Glaubte, dass er in einer Haftanstalt im fernen Patagonien sitzen und wiederkommen würde. Spätestens mit der Demokratie. 1983 zogen sich die Generäle in ihre Kaserne zurück, doch von Alberto fehlte weiterhin jede Spur. Komm mit, sagt Graciela und zeigt auf das Café Tokio neben der Kirche. Ich wohne 10 Minuten von hier entfernt. Alberto und ich haben auch in San Justo gewohnt. Und hier an der Plaza trifft sich alles. Graciela suchte auf eigene Faust in Krankenhäusern, Friedhöfen, Kasernen, Gefängnissen und natürlich im Kommissariat an der Plaza in San Justo. Dort wollte sie eine Vermisstenanzeige erstatten. Ich erzählte den Beamten von den 4 bewaffneten Personen, die in der Nacht bei uns eingefallen sind. Der eine war ein dunkler Typ, eher klein. Der andere mit der Lederjacke war groß und blond. Die Beamten wollten meine Anzeige nicht aufnehmen. Es sei noch zu früh, meinten sie. Ich hatte keine Ahnung, wie man so etwas macht und blieb einfach sitzen. Als sie sahen, dass sie mich nicht abwimmeln konnten, nahmen sie meine Anzeige auf und fragten mich, wie die Entführer ausgesehen hätten. Und plötzlich geht eine Tür auf und herein ins Revier spaziert ein großer, blonder Polizist. Ich erkenne ihn sofort und rufe laut, das ist der Mann, der in mein Haus eingedrungen ist. Der Beamte schüttelt den Kopf. Er wollte mir das ausreden und sagte, ich sei wohl verwirrt. Viele Jahre später erfuhr sie den Namen dieses großen blonden Polizisten. Der war kurze Zeit, nachdem Alberto und weitere 13 Gewerkschafter von Mercedes-Benz verschleppt worden waren, zum Sicherheitschef von Mercedes ernannt worden. Als Alberto verschleppt wurde, hatte Graciela 2 Söhne, 8 und 2 Jahre alt, und eine Tochter, ein Baby.
Wirtschaftlich kam sie über die Runden, zumindest anfangs. Die Kollegen ihres Mannes sammelten für sie Geld und die Firma zahlte seinen Lohn weiter, jeden Monat. 3 Jahre lang habe ich nichts anderes getan, als ihn zu suchen. Dann teilte mir die Personalabteilung von Mercedes-Benz mit, dass sie mir nun genug gezahlt habe. Ich solle Witwenrente beantragen. Man händigte mir die Papiere aus. Sie besaß aber keinen Totenschein ihres Mannes. Er war ja nur verschwunden und für die Rentenkasse war sie keine Witwe. Doch irgendwie musste eine Lösung gefunden werden. Graciela war ja nicht die Einzige. Tausende waren von Sicherheitskräften festgenommen worden und niemand wusste, wo sie abgeblieben waren. Und für den Verkauf eines Autos oder einer Wohnung und für die Eröffnung eines Bankkontos war die Unterschrift des Ehepartners notwendig. So wurden sie nach kurzer Zeit kommentarlos für verschollen erklärt. Und Graciela bekam ihre kleine Witwenrente. Sie schaffte sich eine Nähmaschine an und hielt sich und die 3 Kinder auf diese Weise über Wasser. Ich hatte mich in ein Programm des sozialen Wohnungsbaus eingeschrieben und jahrelang Raten für die Hypothek abgezahlt. Irgendwann konnte ich das nicht mehr. Mein Rücken machte mir Probleme und ich konnte nicht mehr arbeiten. Meine Witwenrente betrug 800 Pesos und die Rate für das Haus 500. Das habe ich nicht mehr geschafft. Die Genossenschaft prozessierte gegen mich und mein Anwalt, der einen Zahlungsaufschub erwirken sollte, verkaufte sich an die Gegenseite. In meiner Verzweiflung rief ich kurz vor der Zwangsversteigerung Fachal an und bat ihn um Hilfe. Eduardo Fachal war ein Arbeitskollege Albertos, einer, der überlebt und Karriere gemacht hat. Heute ist er hoher Beamter beim Ombudsmann der Stadt Buenos Aires. Er hat mich zum Eingang des Ministeriums für soziale Entwicklung bestellt, an der mehrspurigen Prachtallee 9. Juli, eingesäumt von Palisanderbäumen, die im November lila blühen. Anzug, Krawatte und unterm Arm eine dicke Akte. Hier halten die Kombis nach La Plata, die Kleinbusse. Die Fahrt in die Hauptstadt der Provinz Buenos Aires kostet 20 Pesos pro Person. 1,80 Euro. Eduardo erinnert sich gut an Alberto Cicena, wie er in den 70er Jahren Gewerkschafter beim deutschen Autobauer. Alberto wurde ermordet und ist verschollen. Er selbst hatte Glück. Ich war einer der 4000 Arbeiter, die den ersten Streik in der Diktatur organisiert haben. Mein Name stand auf einer Liste der Personalabteilung von Mercedes-Arbeitern, die ermordet wurden. Hinter meinem Namen war ein Fragezeichen. Wir warten schon eine halbe Stunde. Eduardo ruft bei der Zentrale des Kombi-Services an. Was? Der Kombi ist kaputt. Und das sagen Sie jetzt erst? Er ist empört. Wahrscheinlich haben Sie mal wieder überbucht. Dann lässt man die Kunden der folgenden Haltestellen auf der Straße stehen. Er kennt das. Solche Klagen landen regelmäßig auf seinem Schreibtisch. Er muss pünktlich bei der Staatsanwaltschaft erscheinen und winkt ein Taxi heran. Der Tarif nach La Plata? Jetzt wird es richtig teuer. Wir steigen trotzdem ein. Die Allee des 9. Juli geht direkt in die Autobahn über. Wir überqueren gerade den Fluss, den Riachuelo. Hier hört das Stadtgebiet auf und die Provinz Buenos Aires beginnt. Der Anwalt will die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, in Sachen Mercedes-Benz zu ermitteln. Die Ereignisse liegen zwar über 35 Jahre zurück, aber bis heute sind die Schuldigen für diese Morde nicht bestraft worden. In den 80er Jahren wurden die Generäle amnestiert und das Gesetz über den geschuldeten Befehlsnotstand erlassen. Erst 2003 hob es die Regierung von Nestor Kirchner auf. Danach konnte wieder gegen die Folterer ermittelt werden. Es gehe aber nicht nur um die Polizisten und Militärs. Die Hinterbliebenen glauben, dass es Mercedes-Benz war, die ihre lästigen Betriebsaktivisten als Subversive denunziert und sie damit zum Abschuss freigegeben hat. Doch alle Versuche, gegen die deutsche Firma zu ermitteln, sind fehlgeschlagen. Es mangle nicht an Beweisen, so Eduardo,
Man schiebe Formalien vor, Verjährungsfristen oder die Zuständigkeit. Für die argentinische Justiz ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das jeweilige Folterzentrum lag. Von den 14 Verschwundenen von Mercedes-Benz waren etwa die Hälfte in der Kaserne Campo de Mayo. Und diese Fälle sind beim Gericht in San Martín gelandet. Die andere Hälfte ist woanders gefoltert worden. Und für diese Fälle ist die Justiz in La Plata zuständig. Ich möchte dort als Nebenkläger zugelassen werden, damit ich Akteneinsicht bekommen und Beweisanträge stellen kann. Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Firmenleitung dem berüchtigten Geheimdienstbataillon 601 gegenüber einen ihrer Arbeiter als Agitator bezeichnete, der kurze Zeit später verschleppt wurde. Das hat sogar das von der Konzernleitung in Auftrag gegebene Gutachten festgestellt. Eine solche Denunziation war gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Schon vor der Diktatur war Eduardo ein junger Mann, der unbedingt die Welt verbessern wollte. Er suchte sich einen Job in der Fabrik und landete bei Mercedes-Benz Argentinien. Aufbruchsstimmung herrschte im Land. Der legendäre frühere Staatspräsident Perón war aus dem Exil zurückgekommen und versprach eine Rückkehr zum Sozialstaat. Die Löhne wurden erhöht, Arbeitsbedingungen verbessert, obwohl in den Betrieben die korrupten Gewerkschaften den Ton angaben. Doch inzwischen war eine neue, basisorientierte Generation entstanden, die die Betriebsratswahlen gewann, auch bei Mercedes-Benz. Es gab eine unglaubliche Solidarität. Ich habe so etwas zu keinem anderen Zeitpunkt erlebt. Damals habe ich einen Sohn verloren. Und alle Kollegen meiner Abteilung haben mich in meinem Schmerz begleitet. Meine Zeit bei Mercedes war die bewegteste und schönste in meinem Leben. In ese sentido del compañerismo y la solidaridad.